So, das Grim Patron Deck ist das, was ich als nächstes möchte. Was fehlt mir denn dafür? Play, so, just, gucken wir einfach mal rein. Play, my collection. So, neues Deck mit dem Krieger. So, Grim Patron brauchen wir offensichtlich. So, dann brauchen wir den, den Dingsmaster. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Cruel Taskmaster. So. So, was mit Bouncing Blade? Ne, wenn sogar zwei, eigentlich ganz gut. Das Bouncing Blade ist der Hammer damit. Bouncing Blade, so. Was brauchen wir denn noch dafür? Wir gehen einfach mal der Reihe nach durch, was ich so habe. Inner Rage. Execute. Whirlwind. Wahrscheinlich ist Battle Rage, die, wo ich nicht ganz sicher bin, tue ich erstmal nur einmal rein. Und dann schauen wir mal. Was muss denn da noch unbedingt rein? Der Warsong Commander ist super damit. Foving Berserker wäre eigentlich auch ziemlich geil. Habe ich nur eine, kann ich mir noch bauen. Ihr könnt es auch gerne noch mit reinschreiben. Wenn ihr, wenn ihr bestimmte Karten kennt, die jetzt da rein müssen. Ich gucke sie mir kurz mal durch. Wie sieht die Mana-Kurve aus? Okay. Ah, Death Spite. Das ist natürlich richtig. Jemand schreibt gerade Death Spite. Das ist natürlich absolut richtig. Die muss natürlich zweimal rein. Okay. Was habe ich denn jetzt hier so? Was habe ich denn hier noch an starken Minions, die ich aber mit reinnehmen kann? Aus Spaß. Ysera geht irgendwie immer, aber ist jetzt auch nicht speziell in dem Deck. Armorsmith schreibt jemand, das ist natürlich gut, stimmt, dadurch, dass wir so viel Schaden machen. Shield Slam. Okay, jetzt gucke ich mal, die finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Was ich noch möchte, ist eigentlich ein Battle Rage. So. Weil. Also, das fände ich schon ziemlich gut. Battle Rage, Execute, Whirlwind. Ups. Ne, Whirlwind mal wieder zurück. Acolyte of Pain, der war es noch, genau. Zum Kartenziehen. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen in den Chat. Irgendwann noch Gromma Shellscream, was ist mit dem denn? Okay, das ist jetzt nicht essentiell wichtig dafür. Was brauche ich denn noch? Ich brauche noch einen Frothing Berserker und einen Bouncing Blade und einen Battle Rage auf jeden Fall. So, Battle Rage. Das habe ich da sogar zweimal. Was sollen dies? Nicht verklickt, okay. Das passt rein. Stormwind Champion wäre auch nicht schlecht, natürlich. Meta Bomber. Stimmt, die Bomber sind auch nicht schlecht. Okay.
Was will ich denn noch drin haben? Von den Minions aus sieht es gar nicht schlecht aus. Hier noch ein paar. Ein paar Late-Game-Karten wären echt nicht verkehrt. Ich schmeiß mal einfach die rein, mal gucken, ob ich die behalte. Stormwind Champion wäre auch nicht so schlecht. Den Emperor brauche ich eigentlich nicht so dringend. Den Frostwolf Warlord könnte man natürlich noch mitnehmen. Ups. Könnte noch eine starke Waffe mitnehmen. Den Emperor wollt ihr noch sehen. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Emperor so geil ist, weil ich brauche die. Ich nehme ihn mal mit. So, jetzt entweder noch ein Frozen Berserker Bouncing Blade. Irgendwas fehlt mir noch. Was nehme ich denn noch mit? Ein Taunt sehe ich eigentlich in dem Deck nicht so, als nicht so wichtig an. Gerade bist im Chat. Roving Berserker Owl wird noch entschieden. So, was habe ich jetzt nochmal drin? Den Warzone Commander habe ich drin. Acolyte of Pain, Roving Berserker. Bouncing Blade of Roving Berserker. Was wäre noch gut? Nehme ich noch einen Roving Berserker dazu. So. Das probiere ich mal aus. Mal gucken, wie wir uns damit schlagen. Und vielleicht können wir noch ein bisschen was verbessern dann. Ah, das finde ich gar nicht so schlecht. Gerash versus Jaina. Ja, manche gefallen euch nicht so. Ysera oder Kel'Thuzad, das ist natürlich nicht unbedingt mit der Combo. Die habe ich einfach so gebaut. Aber das probieren wir einfach mal. Ich möchte erstmal damit anfangen und dann gucke ich mir noch, was mir noch fehlt. Oh, da kommen schon die beiden Grim Patrons. Ja, schade, dass man nicht den Acolyte of Pain rauscoinen kann. Ist besser, wenn man damit anfängt. Der gute Neutron. Let the pain speak to me. Vielleicht bräuchte man noch ein Lower Fab in dem Deck dann doch. Gegen doch eine Menge von dem
Für eine Menge von dem AOE, der bestimmt dann auch da warten wird. Das könnte ich noch reinmachen. Lothab. Na, der Start war ein bisschen zu langsam jetzt. Okay, Max und Murloc gemischt. Auch interessant. Schaden machen die denn? What now? Spiele ich jetzt schon den Grim Patron aus? Na, obwohl, wenn ich ewig warte, bringt das auch nichts. Hebe ich mir das noch auf für den anderen? 5, 7. Kann er sich ein bisschen an dem erstmal austoben. Everyone, get in here. Eigentlich will man die Kombination mit dem Warsong Commander ja haben. Dass man da genug angreifen kann. 3. 3. Charge forward! The blade be thirsty! Das war gar nicht so schlecht. Das war schon mal nicht so schlecht. Ich muss jetzt ein bisschen nachdenken. Ah, da macht ihr mich mal einen schönen Warsong Commander tot. Der ist doch essentiell wichtig. Okay, aber die Kombo, ja, geht noch besser. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen andere Sachen bauen. Das Deck kann man schon noch verbessern. Ja, für den Anfang ist es jetzt nicht verkehrt. Muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen an das Deck. Aber man sieht, wie es sehr witzig ist. Man muss nur in die richtige Runde kommen und bam, bam, bam. Eigentlich ist das mit einer Coin noch besser, das Deck. Noch ein bisschen besser anfangen. Gerash versus Gerash. Und den... den Warsong Commander vor allem. Ja, mal gucken. Ja, ja, Mighty Mirage möchte, dass ich verliere. Ganz schön gemein von dir. Solltest mal ein schlechtes Gewissen haben. Na ja, ja. Das ist der andere, der aus sich genau auch so ein Deck gebaut hat.
Ja, Saiya glaubt an mich, so muss das sein. Mira auch, sehr gut. Ihr glaubt an mich, nicht wie die anderen Zweifler. Schlimm, schlimm, schlimm. Was ist denn jetzt mit dem? Ist der AFK oder was? Ja, den Grim Patron muss man halt unbedingt mit dem Warzone Commander. Da hat man eigentlich schon fast gewonnen mit der Kombination. Na toll. Na schauen, ob ich es gewinne. Vielleicht verpasse ich Lethal Damage. I wonder. Strike. They strike. Ruptar, I must choose. Das müsste schneller gehen. Wenn er schon 3-4 Mal hintereinander nichts gemacht hat, müsste die Lunte noch schneller weggehen. Go, 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 go. Ja, selber. A fight! Count strike! They strike! Ruptar, ogre! Everyone! Get in here! Zack, 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 zack. Aber wie geil die ganzen Verzauberungen da hin und her gehen. Das ist ja auch super. Machen wir das mal. Nein, den natürlich stirbt genau er. Frechheit. So, guck, wenn einer sich nicht wehrt, habe ich voll die gute Combo. Bams. Crush you. Keine Chance hat der gegen mich. Ich hau ihn volle Kanne kaputt. Da sieht er alt aus. Ich überlege, ob ich da noch mehr Card Draw brauche. Dass man noch das Bett das noch ein bisschen verbessern kann. Gerash versus Valera. Watch your back. Victory or death. Greetings. The pleasure is mine.
Für uns beide recht langsamer Start. Schauen wir mal. Backlight of Pains an der Stelle ganz okay. Let the pain speak to me. Mind if I roll need? Na, wenigstens eine Karte. Wo ich die ganze Zeit gar nichts spiele. Au. Danke. Danke, Meta-Bombe. Danke. Ich weiß schon, warum ich die so gerne mag. So many options. This guy's toast. Ja, nicht so schlecht. Die Kombos, die andere, hebt man noch ein bisschen auf. Komm, jetzt triff mal. Ja, auch nicht so super hilfreich, Junge. Das hast du auch schon mal besser gekonnt. Wenigstens eine Runde wird alles billiger. Das kann schon reichen dann. Execute haben wir. Na, das kriegen wir alles hin. Okay. This guy's toast. Okay, 4, 0, 0, ich muss noch 3, 1, 0, fangen wir der Reihe mal an. Executen kann ich, das kann ich. Geht in diese Runde locker tot. Das ist kein Problem mit dem Warsong Commander. So. Back to work. Everyone, get in here. Genau, 5, 5, 8. I must choose. Where's my cat? Ups, hab ich grad. Grad noch. Das wird halt nicht unter Druck gesetzt jetzt. Irgendwas habe ich verkarsch gemacht.
ich esse den Warzone Commander, genau. Den Warzone Commander muss ich jetzt zuerst spielen. Ja, wurscht. Ich muss mir an das Deck erst noch gewöhnen. So, jetzt cool Taskmaster, nächste Runde, das, genau. Zum Glück tut man sich ziemlich schwer, mit dem Deck im Moment zu verlieren gegen sowas. Selbst ich kann damit gewinnen. Das war ein bisschen peinlich, das wird alles rausgeschnitten, das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Well played. Charge forward. So. Back to work. Everyone, get in here. Everyone, get in here. Fire on, fire on. So, ihr habt es nicht gesehen, dass ich eben so gefailt habe. Diese Runde ist nie passiert. Total überfordert von so einem Quatsch. Passiert mir nicht nochmal, ist ja peinlich. Und das vor Live-Publikum. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, aber das Deck muss man schon noch ein bisschen besser machen. Es passt noch nicht ganz. Das mit den Late-Game-Karten, die bringt es überhaupt nicht. Nee, das muss ich mir noch. Das Deck muss ich ein bisschen umbauen. Ja. Yeah. Ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. Mira hat auf 6 Wins in Folge getippt. Ja, ist ja wohl kein Problem, oder? Das ist ja wohl kein Problem. So, ein bisschen Rüstung bekommen. Das ist doch mal ganz nett. Können jetzt schon eine Bouncing Blade rumschmeißen. Strike! Wenigstens kriege ich viel Rüstung. Bomben doch mit dem Meta-Bomber die weg. Na komm. Danke. Sieht bis jetzt nicht so schlecht aus. Das ist aber nicht ganz die Karten, die ich brauche. Ha ha ha!
Ich glaube, ich werde ein bisschen Karten ziehen. Let the pain speak to me. Schade, den nicht einmal getroffen. Überlebt ja auf jeden Fall noch eine Runde, das wird nochmal alles ein bisschen billiger. Ein bisschen Chat schauen wir. Tja, das Deck funktioniert ja bis jetzt auch so ganz gut. Jemand schrieb gerade, wenn man den Crim Patrol nicht bekommt, ist das Deck halt wertlos und das sieht ja so nicht aus. Funktioniert trotzdem ganz gut. Da ist er auch, der Grim Patron. Fünf, sechs, neun. Das ist halt ein bisschen zu viel, das ist das Problem. Null. Ich komme, ich brauche. Ja, dann spiele ich es lieber anders. Das hebe ich mir auf mit ihm. Behold the might of Stormwind! So, nächste Runde kann ich schöne Combo spielen. Mit der Coin. Coin, Meta Bomber und die ganzen anderen Sachen. So muss das sein. Vier, sieben. Gucken, was ich noch ziehe. Vier, sieben. So. Ja, genau. Geht das nicht rückwirkend? Das ist, glaube ich, mein Fehler. Das habe ich eben schon falsch gemacht. Hm. Das ist zum ersten Mal, dass ich in Warsong in dem Deck spiele. Ich dachte immer, dass das auch rückwirkend gilt für die Runde, weil es kein Battlecry ist. Ah, verstehe es. So, die Verzauberung ist nur in die Richtung. Peinlich! Hat aber keiner gesehen. Ziehen wir mal noch eine Karte. Dann habe ich nächste Runde sogar noch eine Kombination. Nächste Runde passiert mir das nicht. Wie peinlich das jetzt ist. Ich glaube, jetzt habe ich es gelernt. Ja, zum Glück habe ich die Kombo nochmal. Glück gehabt. Da habe ich Glück gehabt, aber... Ich will doch früher. Ach, ich bin manchmal ein Depp. Schon wieder falsch gemacht. Nur der darf angreifen. Ja, schon wieder, ich weiß. Irgendwie habe ich es noch nicht so raus mit dem.
Wenn ich das noch verliere, wird's peinlich. Aber es sieht so aus, als würde ich es nicht verlieren. Peinlich ist es trotzdem. Das passiert mir nicht nochmal mit dem Warzone Commander. Ich glaube, ich habe es begriffen. Ich bin guter Dinge, dass ich das total verinnerlicht habe und mir das nie wieder passiert. Das ist ja peinlich. Und die ganze Zeit gucken Leute zu. Schlimm. Naja, trotzdem gewonnen. Dafür reicht's anscheinend noch. Meine Gut, ist ja auch Rang 17, ist ja auch nicht hoch. Ich werde eine kurze Pause machen, weil meine Waschmaschine hat gerade gepiept. Ich muss die mal kurz ausräumen. Und dann werdet ihr in den nächsten Runden die most awesome Warzone Commander Actions erleben. Das habt ihr noch im Leben noch nicht gesehen. Das wird unglaublich schön. Werdet ihr euren Enkelkindern davon erzählen. Also, kurze Pause und dann geht's gleich weiter. 2-3 Minuten. Bis gleich.